Hallo und herzlich willkommen zurück bei Infamous 1. Mein Name ist der Funke. Nee, ich habe noch keine Ahnung, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Das werde ich hoffentlich bald rausfinden. Denn ich bin ja immer noch in der gleichen Aufnahmesitzung hier gerade. Und wir haben einiges zu tun momentan. Der Funke hat einiges zu tun. Zum Beispiel muss er wieder einen Schreckensbus stoppen. Halt! Und ich habe gerade einen Satelliten gehört. In dieser... Dort ist er. In dieser Richtung wollte ich sagen. Ja, da kann ich ja gleich sein lassen. Da kann ich hier ja gleich hochklettern. So, den Satelliten holen wir uns natürlich. So, dann wollen wir mal reinhören. Fängt er wieder gut an, die Folge. Fängt er wieder gut an. Es folgt eine Tonaufnahme von Kessler. Tierversuche haben sich als effektive, wenn auch beschränkte Experimentgrundlage erwiesen. Da Tiere nicht das hohe kognitive Potenzial der Menschen besitzen, zwingt die Strahlenkugel dem Testsubjekt außergewöhnliche Fähigkeiten auf. Würde die Strahlenkugel in Gegenwart eines menschlichen Konduits aktiviert, wäre das Ergebnis überwältigend. Die Fähigkeiten dürften sich innerhalb von 48 Stunden zeigen. Und unter Idealbedingungen hat der Konduit sie innerhalb von 3 Wochen unter Kontrolle. Aktuelle Tests zeigen, dass die Kugel keine Wirkung auf Menschen hat, die keine Konduits sind. Deswegen sollten wir also die Kugel... Also deswegen wurde explizit nach uns verlangt und wir sollten die Kugel... Wow! Und wir sollten die Kugel auch... das Paket ausliefern mit der Kugel darinnen, denn wir sind offenbar ein Konduit, aber wussten es wohl vorher nicht. Jetzt wissen wir es natürlich. Anscheinend ist Alden, der Anführer der Dustmen, wieder in den Straßen unterwegs. Ich weiß, was Sie denken. Der Kerl sollte eigentlich im Knast sitzen. Aber wie es scheint, hat ihn unser aller Freund Glühbirne da rausgeholt. Und in Kauf genommen, dass zahlreiche Cops da drauf gehen. Cole hat kein Gewissen, das kümmert ihn nicht. Wer die Chance hat, ihn zu erledigen, sollte sie ergreifen. Was ist das nur für ein realitätsfremder Wischi-Waschi-Waschlappen? Das ist doch echt so, nur so ein Hater, mehr ist das doch gar nicht. So ein kleiner Billiger noch dazu. Boah, dem hauen wir mal richtig aufs Maul. Mal gucken, ob der noch große Fresse hat, wenn er vor uns steht. Da bin ich mal gespannt. Nee, zum Glück nicht. Ich dachte gerade, wir müssen da rein. Aber wir müssen da nach unten. Hey, Freunde! Bums, Entschuldigung. So, wie sieht's aus? Schreckensbus. Es fährt einer dieser aufgerüsteten Busse herum und er schießt alle in Sichtweite. Boah, wie kann man nur so eine scheiß Mütze tragen? Ist ja ekelhaft. So. Bevor der uns erschießt, gehen wir mal lieber aufs Dach wieder drauf. Steht er wieder auf? Nein. Der steht aber wieder auf. Jetzt nicht mehr. Erstmal nehmen wir den Konvoi auseinander. Alter, das sind aber auch ganz schön viele einfach. So, die werden ja jetzt nicht mehr beim Bus sein, nehme ich mal an. Aber beim Bus sind jetzt neue. Aha. Wieso hängen die Leute überhaupt noch auf der Straße rum, wenn die wissen, da fährt so ein Bus rum? Ich meine, aus dem hört man das doch. Wenn da so ein Metzelbus durch die Gegend flaniert, dann will man auch doch nicht in der Nähe sein. Und du siehst es ja auch aus der Entfernung, dass er da kommt und alles niederschießt. Oh, verdammt. Hält aber bei Rot. Das ist ja ein anständiger Bus. So. Bereich von Feinden, von Feinden. Da haben wir es wieder, von Feinden befreit. Von Feinden befreit. 86% abgeschlossen. Ich freue mich sehr. Keine Feindrückkehr. Gut. Da haben wir Glück gehabt. Oh, wo sind die denn auf einmal abgeblieben? So. Haben wir den schön in den Arsch getreten. Sehr gut.
Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz... Ich bin eine sehr fesselnde Persönlichkeit. So, hier haben wir jetzt noch was. Hier ist immer noch was offen, komischerweise. Ich verstehe gar nicht, was hier jetzt noch offen ist. Dann gehen wir mal ganz kurz hier rüber. Verseuchung. Bei Verseuchung müssen wir wahrscheinlich wieder oben so ein paar Wasserfässer. Was? Brieftasche? Da hat jemand gestohlen! Nein! Da hat jemand gestohlen! Alle bringen sie ja alles um. Aber kaum klaut jemand mal 3 Rupien, da ist er wieder auf, aufheben. Jemand hat mir mein Essen geklaut! Und wo? Hey, hier drüben! Ach so, ja. Killen Sie den elenden Dieb! Oh, guck mal da oben! Wenn die hier alle so in Aufruhr sind, dann... So, wenn die ihr Essen stehlen, das kann ich natürlich nicht gut heißen. Und bevor wir jetzt ganz kurz zu einer Mission gehen, möchte ich die Scherbe da oben, die hätte ich ganz gerne. Sonne, Mond und Sterne. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Na du? Hallöchen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen. Ah. Dann probieren wir es mal von der Seite. Hoppala, hoppala. Die Scherbe will ich haben. Die haben wir schon mal gesehen. Oh, guck mal, da parkt jemand sein Fahrrad auf dem Balkon. Finde ich toll. Da sind nur Details. Finde ich toll. Da rechnet man hier schon gar nicht mehr mit, dass man sowas noch entdeckt. Und dann entdeckt man sowas trotzdem noch. So, dann wollen wir mal. So. Die haben wir uns geholt. Ob das so gewollt ist, ist mir gerade auch wumpi. Da hinten irgendwo. Okay. Da schießt wieder einer. So, das war's aber, ne? Okay. Wie sieht's denn aus? Diese verdammten Dustmen haben meine Klinik an einem der Piers verwüstet. Ach. Brechen Sie ihnen die Knochen, damit sie wegbleiben. So spricht nur ein echter Mediziner. Halt, ich hab auch den hier gemacht. Hier passiert so lange wirklich gar nichts, ne? Guck mal, die werfen da mit allem möglichen Scheiß um sich. Da ist auch einer, der Spinnen wirft. Die hängen da oben alle rum. Hua! Scheiße. Mist, hier ist gar nichts. Keine Spinne in der Nähe? Doch, da ist... Jetzt gehe ich mal nach oben. Das war ja nicht so heldenhaft gerade. Können wir hier nicht mal ein bisschen Saft rausziehen? Dustmen. So, Mengenkontrolle. Geil. Hey, ist wieder... Alter. Hier ist wieder ein Dingens, wollte ich sagen. Hier ist wieder... Stunt-Koordinator. Hey! Was immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Und Fisch im Fass auch noch, was immer das wieder heißt. Es wird sicher was Gutes sein. Alter. So, Kopfschock einmal rüber. Und unter uns haben wir jetzt auch noch ein paar. So, haben wir die alle aus dem Weg geräumt und dann gucken wir mal ganz kurz endlich mal beim Pier. Schnauze! Hab jetzt zu tun, Junge!
doch nicht. Wie unhöflich kann man sein? Aber bitte, mein lieber Mann, sehen Sie denn nicht, dass ich arbeite? Ich stehe total auf die Handverkloppung. Ich weiß nicht warum, das macht mir irgendwie am meisten Spaß. Bereich von Feinden befreit, ich freue mich sehr. Und wir haben noch dazu eine Dingens freigeschaltet, eine Krankenstation? Klinik freigeschaltet, genau. 89% abgeschlossen. Es sieht schon mal sehr gut aus, möchte ich sagen. Und in der Klinik wollen wir natürlich dem Typen wieder helfen. Psst, das gehört einmal dazu. Na komm schon. Ich dachte schon, hier liegt ein Toter. Wäre jetzt nicht so unüblich für eine Klinik. So, die Geschütze lasse ich einmal mal aktiviert. Damit er sich verteidigen kann, wenn die Dustmen wieder angreifen. So. Hier haben wir komischerweise... Und jetzt müssen wir echt da runter. Satellitenverbindung. Ja, nun gut. Es hilft ja nichts. Nicht bewegen. Wir können jetzt langsam auch mal gucken. Was ist das denn? Befreite Gegend, aber die laufen hier trotzdem noch rum ohne Ende. Mhm. So. Komm, die Dame machen wir nochmal. Wir stellen uns drauf. Und heilen sie, während wir draufstehen. Ich stehe drauf halt, ne? So, und wir können uns hier langsam jetzt auch mal nach Scherben umschauen. Hey, na? Ich habe das Gefühl, wir haben auch im alten Bereich noch nicht alle Satelliten gefunden oder so. Obwohl, wir haben da eigentlich alles abgesucht. Ach, hier. So, ich könnte schwören, hier... Einige der größten Stars des Landes haben heute die Außengrenzen der Quarantänezone besucht. Aha. Und die Truppen um Empire City unterhalten. Es ist wichtig, dass wir die tapferen Männer und Frauen, die Empire City beschützen, unterstützen, sagte Popstar Sunshine Wilson. Sie bringen riesige Opfer und es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Die USO bestätigte, dass für die nächsten beiden Wochen weitere Besuche geplant sind. Ja, vielleicht besuchen wir die auch mal. Das wäre gar nicht mal so schlecht. War hier nicht? Ich hätte schwören können, hier war noch so ein blaues Gedingse. Also eine Scherbe, ne? Wenn ich sage blaues Gedingse, meine ich natürlich eine Scherbe. So, da wir jetzt eh quer durch die Stadt laufen, können wir mal ganz kurz gucken. Da hinten ist ein Feind, das ist nicht sehr beeindruckend. Also sieht schon relativ... Fettsack. Alter. Wo kommen die auf einmal alle her? Alter. Begraben unter einer Mülltonne. Das ist ja wohl ein Hohn. Von wegen befreite Gebiete. Was soll denn das? Das ist doch Bullshit. Die hängen ja trotzdem noch überall rum. Keine Feindesrückkehr. Warum lügt das Spiel denn so? Und warum macht Second Son das gleiche? Immer noch im dritten Spiel. Da haben sich doch bestimmt schon Leute beschwert. Wo ist denn dann die Belohnung, wenn sich aber nichts ändert am Gebiet? Das verstehe ich nicht. So, da haben wir gleich da wieder eine Scherbe. Das ist natürlich sehr angenehm. Wo war die? Hier. Na. Alter. Das gibt's doch nicht. Der kann gar nicht normal gehen. Guck mal, der hüpft einfach nur... Mann, ey. So. Das muss einfach, das, ich glaube, Conduits erkennt man daran, dass die gar nicht richtig gehen können. Das ist so ein bisschen die Autisten der Superhelden, die büßen dafür andere Fähigkeiten ein. Huch. Hat was gegen Autisten? Nein, ganz im Gegenteil. Hallo? Ich komme nicht mal um den Tisch rum. Ich sag ja, der büßt einfach mal andere Fähigkeiten ein dafür.
Und an dem rächen wir uns nochmal. So, Verletzten-Tötung, mir egal. Gibt der XP, weder gut noch böse. Das ist hier nur einfach deren Müllkippe, ne? Genau. So, wir müssen eh da lang. So. Na, großartig. Und wieder einmal drei Feinde unten, die sofort losschießen. Ne, oben auf dem Dach sind sofort vier Gegner gespawnt, da wo wir gerade eben waren, wo keine Feinde waren. Ich weiß, ich mecker da ab und zu mal. Das ist mal wieder einer von den schlauen Selbstmördern. Ich mecker da ab und zu mal. Aber es liegt auch nur daran, dass ich finde, dass es so ein bisschen den Realismus kaputt macht. Es ist nicht so, dass wir die vier Gegner nicht besiegen könnten. Es macht aber ein bisschen den Realismus kaputt, wenn da einfach vier Feinde spawnen. Hinter einem oder plötzlich aus dem Nichts um einen herum. Man bemüht sich ja hier schon um so ein relativ realistisches Setting. Oh, da war noch eine blaue Scherbe. Also hier eigentlich. Ach, Kollege. Hier soll eine Scherbe sein? Da! Wie soll man denn... Ach, da. So, das war die Spinne. Es sieht hier auf jeden Fall auch schon ein bisschen ruhiger aus. Haben wir ein Satellitsignal? Nee, ne? Habe ich gerade gar nicht mehr drauf geachtet die ganze Zeit. So, und da kommen wir jetzt zur nächsten Nebenaufgabe. Ich bin immer sehr optimistisch, was meine Prognosen angeht, wie viele Missionen wir in der Folge schaffen. Aber manchmal geht's gut, manchmal geht's nicht so gut. Entschuldigung. Schreckensbus, kennen wir ja schon. Die Vergänglichen haben noch einen Bus auf der Straße, der alles zusammenschießt. Stoppen Sie sie. Du bist ein Weiser auf einem Berg. Du bist ein Weiser auf einem Berg? Was ist das denn für eine Aussage? Vielen Dank, glaube ich. So, da hinten haben wir gerade den Konvoi gesehen. Man hört ihn auch bereits. Nein! Uah! Nein! Scheiße! Und ich falle genau mitten rein. Ah, super. Nein! Ich wollte ausweichen. Profispieler. 50 Jahre infamous Profispieler. Ah, da. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir auf diesen scheiß Bus kommen. Jetzt sind wir ja hier wieder. Wir müssten ja beim Krankenhaus sein, oder? Okay, das ist hoch. Ich habe das Gefühl, wir sind beim Krankenhaus. Und ich habe das Gefühl, wir haben den Bus verpasst. Der jetzt natürlich wieder unter den Gleisen lang fährt. Scheiße. So, offenbar haben sie jetzt... So, das war der Bus. Hauptsache, die Mission ist abgeschlossen. Der Rest ist mir egal, auch wenn wir gleich drauf gehen. Und jetzt haben wir 92% abgeschlossen und es fehlt eigentlich fast nur noch das Satellitending. Heieieiei. So, war hier nicht noch einer? Oh, Entschuldigung.
Steht er wieder auf? Was macht er denn da? Okay, das warst du, ne? Achso, der ist tot. Ich wollte ihn gerade wiederbeleben, aber ich bin ja nicht Jesus. Auch wenn wir natürlich ein Weiser auf einem Berge sind, gar keine Frage. Satellitenverbindung ist das Einzige, was... Ach, das war noch gar nicht die Aufgabe. Was macht der eigentlich, wenn wir jetzt... Alter, hat uns immer noch erwischt, krass. Das hat einen ganz schönen Rückschlag. So, da vorne haben wir ein Spinnchen wieder. So. Der hat sich gerade spontan umentschieden. Der will doch kein Selbstmörder mehr sein. Pass auf, wir machen das jetzt so, ne? Die Folge ist ja vorbei, eigentlich. Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Die Folge ist eigentlich vorbei. Und ob ich jetzt diesen Satelliten offscreen probiere oder ob ich das jetzt hier einfach mit dranhänge, ist ja Wurst. Also für Leute, die darauf keinen Nerv haben, die können ja jetzt abschalten. Also ich zum Beispiel würde jetzt sehr gerne abschalten. Junge. Ich mach doch jetzt die Satellitenverbindung. Du kannst mir da nicht einfach reinschießen. Das gibt's doch nicht. Natürlich, da hinten, hinterm Zaun. So, also für Leute, die da jetzt keinen Nerv drauf haben, einfach abschalten. Für den Rest bitte ein bisschen Geduld, Popcorn bereitlegen, das Übliche halt. Ich will gar nicht, ich will gar nicht. Es muss doch einen anderen Weg geben. Vielleicht wird es ja auch, vielleicht kriegen wir es auch sehr schnell hin. Nein, kriegen wir nicht. Wo ist denn unser wo ist denn die alte Pampel hier? Hä, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. So. Den Mann herunterschießen, ein Karma-Moment. Naja, so Karma-mäßig ist das gar nicht. Eine gute Tat stärkt ihren Ruf. Da haben wir ein bisschen Karma wieder bekommen. Man merkt es gar nicht, weil seit Ewigkeiten unser Pfeil da oben steht auf Held. Scheiße. Ich will gar nicht. So. Zur Schnittstelle hochklettern. Das Problem ist, ich kann gar nicht, wenn ich jetzt den Saft rausziehe, kann ich gar nicht lange genug gucken, wie ich eigentlich bräuchte. Wir müssen in diese... War das hier in diese Richtung? Ich hab's alles vergessen wieder. Da offenbar nicht. Ich sehe hier den anderen auch gar nicht, aber ich möchte ihn sehen, um einfach mal festzustellen... Die Mission loopt sich ja endlos, ne? Und ich möchte einfach feststellen, welches zweite Kabel wir dann nehmen müssen. Da unten ist eine Scherbe. Das sind natürlich, kommt sehr pünktlich. Pass auf, die hole ich gerade nochmal. So, na. Nein. So rum. Fängt ja schon mal gut an. So, eine Scherbe haben wir noch. 4 Stück brauchen wir. Dann haben wir wieder einen neuen Batteriekern. Uah, na super. Oh, jetzt ein Käffchen hier bei Downtown Coffee. Sah für einen Moment tatsächlich gerade einladend aus. So, der Schnittstelle Energie entziehen. Das können wir gleich machen. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung... Ich begrüße übrigens alle, die immer noch bei diesem Teil der Folge sind. Die sich das wirklich antünen wollen. Wenn ich die Mission starte, dann haben wir ja keine Wahl. Dann müssen wir ja sowieso los und die wird sich endlos wiederholen. Ich wünschte, der würde jetzt schon die Satelliten anzeigen.
wo wir hin müssen. Denn ich weiß es nicht mehr. Ist der da hinten? Scheiße. Komm, wir machen es einfach. Es hilft ja nichts. Oh, das war gut. Fängt super an. Das habe ich jetzt aber anders. Nein! Da ist das Kabel. Ich bin schon von Anfang an falsch. 2 Sekunden übrig. Fängt super an. Okay, Zeit ist um, aber das ist wirklich super knapp bemessen. Muss man einfach mal sagen. Pup, 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 pup. Hua! Okay, können wir gerade knicken einfach. So, das habe ich noch in Erinnerung. 3 Sekunden übrig, das schaffen wir eh nicht mehr. Okay, das hat letztes Mal besser geklappt. Ah, jetzt hat er sich da irgendwo festgehakt. Scheiße. 5 Sekunden, das ist so knapp einfach. 2, 1. So, wenn ich jetzt hier rumgehe. Also theoretisch war das vielleicht gar nicht so schlecht. In der Praxis war das Wurst. Alter, willst du mich verarschen? Mal klappt das nicht. 3 Sekunden, 2 Sekunden, ja, leckt mich am Arsch. Ich hasse diese Aufgabe, ich hasse sie so sehr. Also diese eine Nebenmission, die kotzt mich echt an, muss ich einfach sagen. So, jetzt hat's wieder geklappt. Da muss man wahrscheinlich auch auf die Millisekunde genau agieren. Agieren? Nein, ah. Und da hätte ich am besten... Was? Alter, der hat den Satellit nicht mitgenommen. Nein, ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin einfach weitergelaufen. Ah. So, das hat fast geklappt. Scheiße. Ich wollte eigentlich... naja, auf das Kabel und dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht weiter. Na komm, mach hinne. Ich bin mir nicht sicher, wie wir da hinkommen, ehrlich gesagt. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wie wir da hinkommen. So, das hat auch wieder fast geklappt, aber nicht ganz. Nein! Ist mir ehrlich gesagt ein kleines Rätsel. Ich bin gespannt. Jetzt hat es wieder super geklappt. So müsste es eigentlich immer klappen. So, eigentlich müsste ich da schon abspringen und sofort weiterfliegen. Wenn ich jetzt hier einfach... Das bringt gar nichts, ne? Nee. Hätte ja klappen können. Null! Okay, darüber, dann da hoch. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Ich bin gespannt. Eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich bin ich nur noch... Eigentlich doch bin ich gespannt. Huah!
Nein! Puh, gerade noch gerettet. Zu früh abgesprungen. Fuck you! Da hat man gerade so ein... Nein! Oh, leck mich am Arsch, ey. Das ist doch nicht wahr. Ich brech die Mission jetzt mal ab, damit wir nicht die ganze Zeit warten müssen. Ey, ich dachte, dann kann ich es ja normal machen. Dann müssen wir wieder aufs Gebäude. Ja, halt's Maul da unten. Ich habe keine Zeit für deinen Kappes. Ich fürchte, ich muss Zeit haben. Okay, der schießt einfach nur so durch die Gegend. Wir dürfen die Mission also nicht abbrechen. Ich erinnere mich noch, letztes Mal, als wir die abgebrochen haben, da hat er die einfach weiterhin neu gestartet. Und wenn ich sie jetzt abbreche, dann bricht er sie wirklich ab. Das ist natürlich ein Traum. Ich habe so das Gefühl, man kann echt eine ganze Folge damit zubringen, nur diese scheiß Mission zu machen. So, welche Richtung war das jetzt? Diese da, ne? So, da sind wir wieder am Rennen. Na, das hat ja nicht so gut geklappt. Da muss man echt den richtigen Absprung kriegen. Ja! Okay, das wird nix. Scheiße. Ja! Trotz Fehler haben wir es geschafft. Oh mein Gott. Ich glaub's ja gar nicht. Ich glaub es nicht. Es hat ja nur über 10 Minuten gebraucht. Also ungefähr 10 Minuten. 94% Satellitenverbindung aktiviert. Heilige Scheiße. Hey, eine Scherbe. Komm, die holen wir uns noch. Irgendwer schießt hier. Wir sind zwar schon ein bisschen überfällig mit der Folge, aber jetzt ist doch auch egal. So, da haben wir die Scherbe. So, der Konduit ist weg. Seine Spinnen sind auch weg. Dann können wir uns ja jetzt die nächst dem Folgenende hingeben. Hier in dieser kleinen Seitengasse. Alter, finde ich, kann es noch gar nicht glauben. Wir haben es geschafft. Die Satellitenverbindung haben wir hingekriegt. Wir haben die Satelliten, sind wir abgeritten quasi. Auch mit einem kleinen, mit einem winzig kleinen Fehler. Aber trotzdem noch geschafft. Wir mussten nur außen rum, nicht bei dem offensichtlichen, sondern irgendwie ganz hinten rum. Und, besser wäre es natürlich gewesen, wir hätten alles in einem Gleitflug geschafft, aber naja. So oder so, 2 Sekunden hatten wir noch und wir sind waren im Ziel. Das ist alles, was zählt. That's what she said. So, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge widmen wir es hoffentlich wieder der Hauptmission. Ich bin sehr gespannt, was Onkel John uns zu vertellen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.